So, guten Abend, Wolgast! Hallo, Dennis! Hallo, Mecklenburg-Vorpommern! Mein Name ist David, ich bin heute verantwortlicher Veranstalter. Doch vorab erst einmal zu den gewünschten Verhaltensregeln des Landkreises auf unseren Veranstaltungen. Wir bitten, kein Alkohol und keine Drogen zu konsumieren, keine Glasflaschen und Blechdosen dabei zu haben, keine Hieb-, Stich-, Schlagwaffen oder Gegenstände, die dazu verwendet werden können, bei sich zu tragen, sind hier unerwünscht. Die Beschallungshilfen sowie Megafone sind nur zur unmittelbaren Meinungskundgabe zulässig. Die Taschenlampen sind bitte nur entsprechend zum Ausleuchten des Weges zu gebrauchen. Und damit darf ich die Veranstaltung am 7.3.2023 eröffnen. Herzlich willkommen! Vorab möchte ich gerne Hans-Joachim zum 72. Geburtstag gratulieren. Großen Applaus bitte für unseren Mitstreiter. Stefan und viele weitere Menschen sind heute nach Rostock gefahren, wo Daniele Ganser seinen Vortrag halten darf. In einigen Städten wurde ein toller Beitrag zum Frieden ja leider untersagt. Und das zeigt uns, dass die Meinungsfreiheit leider nichts mehr wert ist in unserem Land. Daher freue ich mich für jeden, der diese Veranstaltung besuchen kann. Natürlich freue ich mich für Stefan, dass er sich dienstags auch mal eine konstruktive Auszeit nehmen kann. Und somit stehe ich heute hier auf dem Anhänger der Wahrheit und werde euch durch diesen wunderschönen Abend führen. Unter anderem zu folgenden Themen. Schluss mit verantwortungsloser Innen- und Außenpolitik. Keine Waffenlieferung in die Ukraine und andere Krisengebiete. Sofortige diplomatische Anstrengungen zur Beendigung des Ukraine-Konfliktes. Die Aufhebung sämtlicher Sanktionen gegen die Russische Föderation, die heimische Wirtschaft und die Bevölkerung existenziell bedrohen. Sofortige Maßnahmen, um die Versorgungssicherheit der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Energie, aber auch im Bereich der medizinischen Grundversorgung sicherzustellen. Wir fordern die sofortige Beendigung aller Corona-Zwangsmaßnahmen und die Rückkehr zur Eigenverantwortung der Menschen. Sofortige Beendigung der Impfkampagne und eine transparente Aufklärung der Menschen über die Risiken der Corona-Schutzimpfung. Transparente Aufarbeitung der negativen Folgen durch die Corona-Maßnahmen für Menschen und Wirtschaft. Sowie die Bekämpfung des sogenannten Fachkräftemangels durch Änderung der Familienpolitik. Investitionen in Kinderbetreuung und Bildung in Deutschland. Frieden muss an erster Stelle stehen. Doch Friede oder Frieden, was definiert diesen Zustand in der Welt? Frieden ist allgemein definiert
als ein heilsamer Zustand der Stille oder der Ruhe. Als die Abwesenheit von Störung oder Beunruhigung und insbesondere ist Frieden die Abwesenheit von Krieg. Frieden ist das Ergebnis der Tugend der Friedfertigkeit und damit verbundener Friedensbemühungen. Und diese Friedensbemühungen werden nicht angestrebt von der Bundesregierung. Stattdessen fuhr Olaf zum zweiten Mal in seiner Amtszeit zu den Amis. Und davon wussten einige seiner vertrauten Minister gar nichts. Aber anstatt die Friedensbemühungen voranzutreiben, gab es sein typisches, altlattes, grinsendes, schmieriges Gesicht zu sehen, wie er sich Lob abholte beim Puppenspieler Joe Biden. Ich zitiere den Puppenspieler. Sie haben historische Veränderungen im eigenen Land vorangetrieben, die Verteidigungsausgaben erhöht und die Abkehr von russischen Energiequellen vorangetrieben. Ich weiß, das war nicht einfach für Sie. Es war sehr schwierig für Sie, Olaf. Da sage ich jetzt, für uns war es noch viel schwieriger und es ist auch jetzt immer noch schwierig für uns. Hinter verschlossenen Türen wurde vermutlich über neue Lieferungen von Waffen für die Ukraine gesprochen oder sogar der Kriegseintritt beschlossen. Das wissen wir leider nicht. Denn der Ami ist gar nicht am Frieden interessiert und die Kapitalisten dieser Welt schon gar nicht. Solange es auf dem eurasischen Kontinent Unruhen gibt, verdient der Ami. Alleine ein amerikanischer GI-Soldat spült knapp $20,000 in die Kassen der Rüstungsindustrie und die Steuern natürlich in Joeys Taschen. Da ich etwas Realist bin, ist eine Beendigung des Ukraine-Konflikts daher leider nicht in absehbarer Zeit möglich. Unter den jetzigen Regierungen Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Amerika wird dieser Konflikt leider noch etwas länger gehen. Ein Ende des grausamen Konflikts würde Russland wieder näher an die westeuropäischen Länder bringen. Und das würde dem Ami die Suppe gehörig versalzen. Zur Aufklärung des Nord Stream Terroraktes gegen Deutschland und Russland sowie gegen ganz Europa wurde ebenso gekonnt geschwiegen. Dies hat verschiedene Gründe. Zum einen verdient der Ami gut an Europa. Mit dem Fracking-Gas oder LNG-Gas, wie es nach der Herunterkühlung auf 162 Grad Celsius heißt. Fracking-Gas. Wie entsteht sowas? Wo kommt's her? Fracking-Gas kommt aus Mutter Erde. Und um es da rauszuholen, muss natürlich was rein. Damit Druck entsteht. Und das passiert mittels Wasser, Sand und den dazugehörigen 1100 Chemikalien. Diese Chemikalien sind teilweise krebserregend, hormonverändernd und wasserverseuchend. Was viele nicht wissen, Teile dieser Chemikalie befinden sich immer noch im LNG-Gas, wenn es hier in Deutschland ankommt. Und das ist abscheulich und es ist ein Umweltverbrechen. Zum anderen sind sie nicht an der Aufklärung interessiert, weil dieser Terrorakt nicht nur die Lieferung von russischem Gas nach ganz Europa unterbrach. Nein, weil die Sprengung der Nord Stream-Leitung eine weltweite geopolitische Katastrophe ausgelöst hat. Und das wollen Sie uns wieder mal verschweigen. Denn eine Verurteilung der Akteure dieses Anschlages würde eine westliche Weltmacht
zu einem dritte Weltland machen. Weil die Unsummen, ach, die Katastrophe ist gar nicht mit Kapital aufzuwiegen. Sie werden gelyncht von der ganzen Welt. Und das wissen sie. Denn sonst ist der Amerikaner doch immer vorne weg gewesen, wenn es um Terrorismus ging. 2001, das World Trade Center war gerade noch nicht ganz zusammengebrochen. Da hat die Aufklärung ja schon bestens funktioniert. Die sauberen Pässe, die aus den Trümmern gezogen wurden, waren Grund genug, einen Krieg über Afghanistan hereinbrechen zu lassen, der fast 10 Jahre anhielt. Warum sind Sie jetzt so kleinlaut? Warum dürfen die Untersuchungsberichte, die es von Dänemark und Schweden gibt, nicht öffentlich gemacht werden? Weil diese Berichte nicht nur den Schuldigen des Anschlages entlarven, nein, die Untersuchung auch eben diese geopolitische Katastrophe aufdeckt. Denn in der Ostsee liegt seit geraumer Zeit altes, verbrauchtes und intaktes Kriegsmaterial genau in diesem Bereich. Und das weiß der Ami, denn er hat diesen Kriegsmüll dort entsorgen lassen. Durch die Erschütterung und den Druck der Explosion sind nicht nur die Behältnisse erneut in Bewegung gekommen und haben die korrodierte Hülle weiter beschädigt, wenn nicht gar sogar zerstört, dass diese Stoffe auslaufen können. Nein, abgesehen davon sind auch 250.000 Tonnen Meeresboden in Bewegung geraten. Und auf diesem Meeresboden leben sehr, sehr viele Mikroorganismen, welche Nahrung für Fische in der Ostsee sind und generell für das Ostsee-Ökosystem sehr, sehr wichtig. Nicht nur diese wurden geschädigt. Auch die Druckwelle der Explosion hat zahlreiche Fische verenden lassen oder schwer geschädigt. Daher fordern wir ausdrücklich noch einmal eine detaillierte, lückenlose Aufklärung der Explosion im Gebiet von Nord Stream 2 und den Folgen nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch eben für Mensch und Natur. Nun wird mehr als 365 Tage bei uns in Europa gekämpft. Dies vermittelte uns die deutsche Presse im Februar. Somit haben wir einen Jahrestag für dieses grausame Morden gefunden. Einen weiteren Jahrestag des Leidens. Doch letztlich ist es ein Jahrestag, der uns erinnert, wann sich eine westliche Macht in einen schon längeren bestehenden Konflikt eingemischt hat und diesen zur Eskalation gebracht hat. Es nähert sich auch ein weiterer Jahrestag, der uns am 20. März ebenso ein Mahnmal der Geschichte sein sollte. 20 Jahre nach Beginn des Irakkrieges, der 8 Jahre das Land verwüstete und auch dort unzählige Opfer forderte, ist entstanden wegen einer Intervention einer westlichen Macht. Und dieses Land kam bis heute nicht zur Ruhe. Diese westliche Macht ist uns allen bekannt. Diese Macht verwaltet unser Land ebenso. Und deshalb fordern wir hier, Ami, go home! Ami, go home! Ami, go home! Ami, go home! Denn geht der Ami nach Hause, wird das Besatzungsstatut vom September 1949 mit ihm ziehen und Deutschland kann endlich frei und souverän werden. Und mit dieser Souveränität können wir uns politisch in eine andere Position stellen. Natürlich nicht mit Annalena als Außenministerin und schon gar nicht als Kanzlerin. Vielen Dank an dieser Stelle. Begrüßen wir nun ein uns allen bekanntes Gesicht.